Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde DC Universe Online. Ja, ich habe jetzt meinen Controller installiert. Ich gehe jetzt erstmal online. Räume schon mal alles zur Seite. Ich muss da bestimmt noch ein paar Einstellungen dann machen. Ach, warte mal, ich hatte ja noch auf I. Inventur. Inventar. Inventur. Das. Was ist das? Ah, kann man nicht benutzen. Okay. Okay. Der Controller. Jetzt brauchen andere deine Hilfe. Auf Wiedersehen. Also A ist, also ich habe so einen Xbox-Controller, Microsoft-Controller. Okay, also mit DL-Tasten stelle ich die Knöpfe um. Verlassen, 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 verlassen. Jetzt bin ich irgendwo reingegangen. Mama mia! Hier ist mit der Maus jetzt. So. Okay, nochmal. So, damit schaue ich mich um. Hä? Das Fahnenkreuz ist komplett andersrum. Ich drücke nach links, der geht nach oben. Ich drücke nach rechts, der geht nach unten. So, die Kamera geht hoch. Oben dreht er sich rechts rum, da nach links rum. Das geht ja mal gar nicht. Das geht alles. Das sind die Knöpfe. Der hat gar nichts zu sagen. Das ist Deckung. Warte mal. R1. 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 Wo springt der? Oh, da haut er. Da fliegt er. Und wie landet er wieder? Ah, so landet er wieder. Aber das Gucken, das ist ja mal voll verkehrt rum irgendwie. Ich drücke nach oben, da dreht sich wieder links rum. Und ich habe den Controller-Test gemacht, hat alles geklappt. War alles richtig. Muss man hier für das Spiel nochmal irgendwie Controller-Test machen? Ich drücke mal Escape, gehe mal auf Einstellungen. Gameplay. Ne, Steuerung ist das dann. Joystick an, Vibration an. Ich verstehe das nicht. Nein, Hilfe. Warum nicht? Ah. Gamepad. L1 ist hier am Visieren, okay. Das musste ich irgendwie anders machen mit dem Controller. Aber wie? Wie?
in der Tastatur. Schnellchat. Ich werde jetzt erstmal nochmal normal weiterspielen. Wenn die Aufnahme vorbei ist, werde ich nochmal probieren, mit dem Controller irgendwie eine Einstellung zu machen. Schauen, ob ich da was finde. Ich hoffe es. Wenn nicht, habe ich Pech. Dann spiele ich halt mit Maus und Tastatur weiter. So. Aber ansonsten war es gerade ganz gut. Was muss ich machen? Ach, ich musste den da anquatschen, ne? Den Walter. Jetzt brauchen andere deine Hilfe. Auf Wiedersehen. Und jetzt muss ich dahin. Also diese. Das wirst du wissen. Dann halte ich die Seelenbrunnen. Ich befehle es. Ich werde nicht meine Seele aufs Spiel setzen und Faust verraten. So jetzt laufen. So. E. Halten. Er sucht nach und er findet. Starte nichts. Feldbericht. Es besteht noch Hoffnung für diese Seele. Brüche sind heilbar. Du wirst mich niemals besiegen. Habe ich gerade gesagt, ich werde ihn niemals besiegen? Er meint bestimmt nicht mich. Oh. So. Erhebt euch! Erhebt euch und verteidigt den Seelenbrunnen! Ich werde nicht meine Seele aufs Spiel setzen und Faust verraten. Fausts Wut wird grenzenlos sein. Ah, so. Okay. Die Brunnen füllen sich mit Lecken gewesen. Der Seelenbrunnen ist in Gefahr. Erhebt euch und verteidigt ihn. Fausts Wut wird grenzenlos sein. Ich habe Meister Faust enttäuscht. Jo, hast du. Meister Faust wurde enttäuscht. Meine Faust halt, dafür nicht. Erhebt euch und folgt dem Befehl eures Meisters. Schnell erstmal die ganzen Diener kaputt hauen. Und dann. Ich werde nicht meine Seele aufs Spiel setzen und Faust verraten. So, das waren alle. Jetzt wissen wir, warum die Magenten ihre Seelen an Faust verkaufen und nicht ihre Gehirne. Gut, dass die Erinnerungen wachgerüttelt wurden. Jetzt wissen wir, warum die Magenten ihre Seelen an Faust verkaufen und nicht ihre Gehirne. Gut, dass die Erinnerungen wachgerüttelt wurden. Okay, man muss ja immer in ein Logbuch reingehen. Die nächste Quest aktivieren und dann siehst du genau, wo du hinfliegen musst.
Das ist Madame Xanadus Laden für okkulte Kuriositäten. Ein Magieladen, den du frei betreten kannst, ohne Angst haben zu müssen. Uralte Geheimnisse liegen hinter jedem der mit Runen bedeckten Büchern, die in den Ladenregalen aufgereiht sind. Zumindest behaupten sie das. Ich, Booster Gold, wollte nur einen Magierhut kaufen. Sie hatten wohl keinen auf Lager. Sieht aber klein aus, das Haus. Naja, schauen wir mal. Was da Interessantes im Haus gibt. Außer Bücher. Von außen sah es viel kleiner aus. Das wirst du büßen. Ich habe Meister Faust enttäuscht. Da ist was. Ey, cool. Ein EP gekriegt. Trottel! Diese Typen sind die an mir und meinen mystischen Barrieren vorbeikommen. Bäm! Und nochmal zack. Da liegt er. War da noch ein Regal? Nö. Dann gehen wir mal hier weiter lang. Da. Du hast vielleicht die anderen besiegt, aber an mir kommst du nicht vorbei. Den Spruch schon ein paar Mal gehört heute. Das wirst du wissen. Ich habe Meister Faust enttäuscht. Ich habe Meister Faust enttäuscht. Wer ist Meister Faust? Der Meister Faust kriegt gleich meine Faust. Mitten ins Gesicht. So, jetzt da, bam, bam, bam. Musst du noch ein Böser sein? Wo ist denn der Böse? Da ist der Böse. Da hauen wir den nochmal schön kaputt hier. So, fliegen wir hier lang und. Du hast vielleicht die anderen besiegt. Aber an mir kommst du nicht vorbei. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Fausts Wut wird grenzenlos sein. Muss das auch mit ihm machen? Nee. Nur die Regale. Faust wird dich für die Herausforderung bei lebendigem Leibe rösten. Ah. Fausts Wut wird grenzenlos sein. Wir haben mich gerade hingeschmissen. Habt ihr das gesehen? Das ist bestimmt was drin. Ja, nichts. Oder vielleicht. Ne. Überhaupt nichts. Na da. Gar nichts. Okay, ich muss also die hier zerstören. Ach, Fausts Wut wird grenzenlos sein. Starte Feldbericht. Fühlt sich noch warm an. Du wirst mich niemals besiegen. Ich habe Meister Faust enttäuscht. Mhm. Hat man aber richtig. Danke.
Fausts Schweigezauber stand wirklich meinem Stil im Weg. Ich werde ihn aufspüren. Und du kannst die Magenten stoppen. Winde Faust. Soll Faust fallen. Guck mal, den Zauberstab in der Hand. Ist das Termine von Harry Potter? Okay, ich soll Faust finden. Da ist noch ein Regal. Da hinten ist auch noch ein Regal. Und das war's mit Regal. Jetzt gehen wir. Ach, wir müssen die doch bestimmt mal anquatschen. Geh halt hin. Alle bereit machen. Hey, ich werde die Nase. Hä? Was hat die gesagt? Okay. Da lang. Ich denke mal, ich bin da fertig. Denke ich mal. Oh, was ist denn da hinten für ein Flugzeug? Dingens, Fluggerät. Da ist noch eine Quest. Komm, nehmen wir die Quest auch noch an hier. Eine frische Seele für Faust. Oh, die sind hier Level 4. So, einmal halten. Ich drücke immer nur ganz kurz. Starte Feldbericht. Aber ich muss mal diese halten. Seele ist in zahlreiche winzige Fragmente zerbrochen und braucht besondere Behandlung. Kannst du sie sehen? Madame Dia hockt auf dem Theater und ruft gierig mit ihrem verfluchten Amulett das Nichtkörperliche an. Nimm ihr diesen Talisman weg. Nutze ihn, um die Seele. Frevler! Das wirst du büßen! Du wirst mich niemals besiegen! Wenn man nicht fliehen kann, wie soll man die besiegen? Warum hauen immer alle Frauen von mir ab? So schlimm bin ich doch gar nicht. Du wirst mich niemals besiegen. Das wirst du büßen. Oh. Sie ist weg. So, jetzt haben wir die nächste Quest, Q. Ach, das ist immer so eine Folgequest wahrscheinlich, ne? Abgeschlossene. Unvollständige. Okay. So, dann aktivieren wir die mal jetzt. Alter. Menheims Shiny's Theater ist ein Wahrzeichen der kulturellen Vielfalt von Metropolis. Diese beliebte Größe des Stadtlebens bietet ein reiches Kulturangebot, von kulturell hervorstechenden Kunstausstellungen bis zu dramatischen Aufführungen moderner Meisterwerke des Theaters. Das Theater selbst ist ein düsterer, gewaltiger Raum mit großen Plüschsesseln und einem Hauch von magischem Chaos. So. Jetzt wissen wir was du hast. Theater. Springen wir zum nächsten Punkt hin. Wo ist denn der Punkt? Der ist aber weit weg. Ich hoffe, die sind da nicht so stark, die Gegner. Immer noch weiter weg. Noch weiter weg. Ach, auf der Insel da bestimmt. Was ist das? Golfanlage? Nee. Mini-Golfanlage wollte ich sagen.
Normale Golfanlage wäre so klein. So. Da haben wir die Shenli-Po-Gärten von Chinatown sind für ihre exotische Schönheit und den malerischen Küstenausblick bekannt. Ich, Booster Gold, finde, dass Gärten großartig sind, um darin zu sitzen und zu warten, dass einen jemand um ein Autogramm bittet. Ich bringe normalerweise eine ganze Kiste voller Kugelschreiber mit, denn man kann nie genug vorbereitet sein. Okay, lol. Dann müssen wir jetzt wieder dahin fliegen. Jetzt geht's bestimmt wieder in Hauptquartier rein. Und wenn es dann da reingeht, dann mache ich einen Cut. Und dann werde ich nochmal ein bisschen probieren, im Hauptquartier drinne meinen Controller einzustellen. Aber das wollt ihr bestimmt nicht sehen, das ist bestimmt langweilig. Und dann mal schauen, ob ich es überhaupt schaffe. Los, flieg schneller. Ist ja kein Turbo. Gibt's nicht Flash als Superman? Oh, es geht gar nicht im Hauptquartier rein. Doch, es geht rein. Yes, sir. Let's go. Oh, zu weit. Ah, zu hoch. Und runter. Und reinrennen. Also Fliegen ist schon ein bisschen kompliziert. Aber macht Spaß. So, dann recht herzlichen Dank. Ah, schauen wir erst nochmal, was wir Rüstung haben. Gürtel. Gesundheit minus. Kann ich immer noch nicht benutzen. Was für ein Level habe ich denn jetzt? 4. Boah, noch 4 Level warten. Na, wir lassen meinen alten Gürtel drinne. Weil. Ja. Weil hier verliere ich überall ein bisschen Leben. Da mache ich überall Plus, das will ich haben. Na, egal. Gut. Also, recht herzlich... Jetzt verschwindet die Stimme. Recht herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss.